Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Diesmal nicht bei mir zu Hause, nicht auf dem Balkon. Ich befinde mich in der Landeshauptstadt von Niedersachsen, in Hannover. Mein heutiges Thema dreht sich um psychische Erkrankungen. Viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung wissen, manchmal haben sie Episoden, schwere Episoden, machen dann Sachen, die sie nicht mehr wissen. Weil man ist in so Schüben dann anders, ja, und wenn man dann nur Vorwürfe hört, ach, stell dich nicht so an, so schlimm ist die Krankheit nicht, oder ich will mit dir, sagt das Gegenüber, ach, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, verschwinde, ja, tut an, entweder die Person selbst, die Depression hat, tut dann im Unterbewusstsein die Freundschaft kündigen und weiß danach es nicht mehr. Oder umgekehrt wird man beschimpft natürlich. Du bist ein Spinner. Ja, geh die Klapse. Oder sonst wohin. Ja, und dann denkt man, okay, dann war's kein richtiger Freund, keine richtige Freundin oder sonst was. Ja, und dann kommen so Personen nach ein paar Monaten und kommen, ach, es tut mir alles leid, ja, was ich gemacht habe. Ich habe mich jetzt geändert. Ja, du musst mir verzeihen. Ja, warum? Warum muss ich dieser Person verzeihen, die mich beschimpft hat, die gemeint hat, mein Blog, ja, ist bloß, mache ich nur, um Mitleid zu bekommen. Oder, ah, ich hätte mich so verändert. Früher wäre ich anders gewesen. Ich wäre ein Spinner. Ja. Und dann kommen diese Leute angekrochen. Du musst mir jetzt verzeihen. Ich habe mich geändert. Ich mache jetzt dies und das. Ich habe es verstanden. Und wenn man dann richtig nochmal in die Wunde tretet, was sie gesagt haben, dann werden die sauer. Und ich habe es natürlich auch erlebt und andere Betroffene auch. Ja, und dann sagt man, ich möchte erstmal keinen Kontakt. Musst du akzeptieren. Dann werden die sauer, natürlich. Aber ich habe mich verändert. Du musst mir das jetzt glauben. Ja, und auf so Menschen kann man halt verzichten. Ja, auf so Menschen kann man halt wirklich verzichten. Die braucht man nicht. Ja, man muss sich doch keine Vorwürfe anhören. Ja, und dann hat man bestimmte Sachen mit Therapeuten, Psychologen oder Kliniken erarbeitet, dass man nicht alles weglächeln muss, sich nicht alles gefallen lassen muss und sich auch von so Menschen entledigen muss, die auf Deutsch sagt, zum Mond zu schießen. Und dann kommen diese Personen und meinen, nach ein paar Monaten, Jahren, ach, du musst mir das alles verzeihen. Nein, man muss eben nicht alles verzeihen. Man muss an sich denken. Und diese Krankheit ist schon schwer. Verdammt schwer. Damit selbst klarzukommen. Natürlich, Umfeld ist das manchmal nicht zu glauben, dass eine Erkrankung einen geistig verändert, körperlich, auf einmal sich fühlt, als wenn man 50, als wenn man 60, 80, 90. Ja, das kann man vielen nicht erklären. Aber es ist leider so. Ja, es ist leider so. Diese Erkrankung trotz Medikamenten, ja, auch wenn viele meinen, ach, dein Arzt ist nicht der Richtige. Nimm dies, nimm das, nimm dieses, nimm diese Tropfen. Bei mir hilft das, da muss mir dir auch helfen. Ja, aber jede psychische Erkrankung ist nicht wie die andere. Und nicht bei jedem Menschen hilft auch jedes Medikament. Und bei mir ist das so, ich habe Hirnschäden, bei mir werden viele Medikamente irgendwann, wirken sie nicht mehr, man braucht Neues. Und weil jeder Mensch ist verschieden. Und jede Psychose, Borderline, Schizophrenie, was es sonst alles gibt, ist nicht bei jedem Menschen gleich. Ja? Und auch Panikattacken sind nicht bei jedem gleich. Und viele belächeln ja auch die Panikattacken. Ängste, ja, das Anderssein, was man nicht kennt, kann man nicht fassen. Ja, und viele glauben das halt nicht. Aber es ist leider so. Diese Krankheit ist keine Einbildung, es ist eine Krankheit, die man lernen muss zu akzeptieren. Auch die Betroffenen, auch ich,
Hab die Krankheit schon viele Jahre. Meine Videoschauer wissen das natürlich. Aber man muss das Beste draus machen. Man muss jeden Tag kämpfen. Jeder gewonnene Tag ist ein Kampf, aber auch ein Gewinn. Ja? So, ich hoffe, euch konnte ich das Thema wieder nahebringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächste Woche zum nächsten Samstag-Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.